Die kaufen von uns. Oder wir nehmen den Laden auseinander. Whippoorwills are sympathizing too. I haven't kept it from anyone. Everyone knows it but you. I talk about you to those who will hear me. I talk about you until it's absurd. I talk about you, but when you are near me, you don't say a word. It's all that you heard. Tried every way that I can think of, and now what is there left for me to do? I'll have to send you a telegram, 'cause everyone knows it but you. Nun, ich habe mit Puff geredet und sie sagte, dass... Sie sagt was? Nun? Das letzte Mal, Schwester. Verkaufen wir dir oder nicht? Eher oder nicht. Das ist mein Bezirk. Und von heute an kaufst du nur noch bei mir und nicht von Jaivas. Mich kannst du nicht beeindrucken. Was soll das Gerede? Ich kaufe nicht von dir, klar? Das sind Slacks Befehle. Er hat mich hierher gebracht und deshalb ist sein Wort für mich Gesetz. Dieser alte, fette Schweinepriester. Wem sagst du das? Das könnte ich ihm auch sagen. Ach. Du hast hier echt einen wunderschönen Laden, Puff. Ist wirklich schade drum. Bis dann, Jim. Du bist mir ein Halunke. Hallo? Ja, es ist Slacks Manager. Soll zurückrufen. Er will aber mit dir sprechen. Also, was willst du? Ich will Slack. Du hast mir versprochen, dass er pünktlich hier ist. Er ist noch nicht da. Du bist doch der Manager. Los, Manager. Jetzt hör mal gut zu. Ich habe jeden Pfennig darauf gesetzt, dass Slack den Typen heute K.O. schlägt. Ach wirklich, ja. Mal sehen, ob es immer noch lustig ist, wenn du weißt, dass ich auch Slacks Geld gesetzt habe. Er steckt in der Sache voll mit drin. Na, das habe ich mir doch gedacht. Du weißt doch, wo er steckt. Hol ihn ab und bring ihn sofort her. Danke. Hi, Eddie. Hallo, Slack. Hallo, Flora. Hallo, Slack. Ich habe heute Morgen dein Bild in der Zeitung gesehen. Mochtest du's? Oh, süß. Ruf mich doch mal an. Wie gern ich das würde. Hallo, Slack. Hallo, Dick. Kommst du heute zum Kampf? Na klar, ich habe 40 auf dich gesetzt. Die hast du sicher. Von gestern ausgerichtet? Aber natürlich, Mr. Bailey. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, dass sie sie nett findet. Das ist ja wirklich fantastisch. Wärst du Milliardär, du wärst in einer Woche pleite. Oh, sei doch nicht eifersüchtig, Puff. Es ist doch nur, weil ich... Eifersüchtig? Mach dich nicht lächerlich. Je mehr Zeit du mit denen vergeudest, desto weniger nervst du mich. Wenn das nicht so indiskret sein sollte, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Hä? Oh, komm, du willst mich doch veralbern. Warum bist du nicht in der Umkleide und bereitest dich auf den Kampf vor? Ah, ich hab doch massig Zeit. Viel mehr aber auch nicht. Dein einziges Training für den Kampf war, die Ellenbogen auf den Tisch zu legen und meine Mädels zu beobachten. Für die Pflaume muss ich doch nicht trainieren. Da kommt er frisch aus der Uni.
Eine Rasur und Schuhe putzen und schon bin ich bereit. Slack, wusstest du, dass dein kleiner hinterlistiger Manager deine Siegprämie darauf gesetzt hat, dass du Keeney heute auf die Bretter schickst? Und er weiß, dass du außer Form bist. Was meinst du mit außer Form? Hier. Wie viel hast du schon getrunken? Nur ein paar. Ich trinke doch immer ein paar, bevor ich in den Ring steige, weißt du doch. Das lockert mich auf. Ja? Im Moment bist du ein bisschen zu locker, wenn du mich fragst. Hey, Dolly. Dolly wer? Ich kenne doch nicht ihren Nachnamen. Man könnte ein Buch schreiben über alles, was du nicht weißt. Ach komm, spaß dir auf für schlechte Zeiten. Guten Abend, Mr. Stewart. Was ist gut daran? Noch nicht mal, wenn sie dir auf die Nase hauen? Auf die Nase tut nicht weh. Sie wurden mit diesem Hut geboren, schätze ich mal. Sehr witzig. Ab dem Moment, wo die Glocke ertönt, kann man mich mit der Axt schlagen. Das ist keine schlechte Idee. Hi, Danny. Ich fürchte, ich muss jetzt gehen. Tu nur, was er dir sagt, und du wirst schon bald reich sein. Ich könnte es jahrelang aushalten, ohne dich zu sehen. Das ist toll. Dann kannst du ja sofort damit anfangen. Schalt einfach das Radio ein. Hör zu, wie ich diesen Anfänger zerquetsche. Jetzt hör mal, ich nehme doch immer ein paar Drinks vor den Kämpfen. Das weißt du doch. Das lockert mich auf. Ja, aber mich macht es fertig. Ich habe 7 Jahre gebraucht, um dich so weit zu bringen. Und jetzt, wo du fit sein musst. Weil wir jeden Pfennig darauf gesetzt haben, dass du diesen Typen auf die Bretter schickst. Ach, bist du... komm schon, du weißt doch, wie fit ich bin. Völlig platt und halb betrunken. Wart's nur ab, Pin, den kriege ich schon für dich. Ja, den kannst du nur fertig machen, wenn du fit wärst. Aber er ist jung und stark, Slack. Ich weiß nicht. Wart ab. Na los, mach hin und zieh dich um. Okay, Kumpel. Mach dir keine Sorgen, den krieg ich schon für dich. Hätt ich nur Flügel wie ein Engel, über Gefängnismauern flüge ich. Gefängnismauern flüge ich. Hallo, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Das sollte es Ihnen auch, gerade heute Abend. Wie ich schon zu Pin gesagt habe, ist das heute auch eine von diesen Nächten, wo... Wie geht es Ihnen so, Mr. Redwright? Oh, wie geht's dir, Cash? Stinksauer. Wusstest du, dass dein Schützling da drüben halb voll ist? Ach, hör mal, Cash. Mach dir keine Sorgen, Cash. Er wird einen guten Kampf liefern. Wäre besser für ihn. Ihrer Frau mit ihrem Rheuma. Besser. Das Rezept von dir mit Zitronensaft und Soda hat Wunder gewirkt. Hat dir echt geholfen. War doch nichts. Okay, hier sind die Regeln. Nichts Unfaires. Geht einer zu Boden, geht der, der noch steht, sofort in die neutrale Ecke. Geht in eure Ecke, wenn ihr die Glocke hört. Guten Kampf. Gebt euch die Hände.
Das war die Glocke zur vierten Runde. Sie sind in der Mitte des Rings. Der Ringrichter muss die beiden trennen. Kinney geht ab wie eine Wildkatze. Mach die Tür zu! Versuch erstmal tief durchzuatmen. Na los, mach weiter so. Du bist am Gewinnen. Bleib weg von ihm. Du musst weg von ihm bleiben. Den krieg ich schon. Hör zu, Slack. Du musst gewinnen. Hörst du? Du musst. Es geht um all unser Geld. Slack, du darfst nicht verlieren. Aus gutem Grund. Keine Sorge. Den krieg ich. Noch ein Treffer, er trifft ihn nochmal. Er geht zu Boden und er bleibt liegen. Der Ringrichter zählt ihn an. Hören Sie. Zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich finde, er sollte Baseball spielen, so gut wie er sich Schläge fängt. Hm? Oh, ja? Dann solltest du mal das fangen. Ah! Sag mal, Pin. Ja? Es tut mir wirklich leid wegen des Kampfes. Ja. Pin, du kannst mir eine reinhauen, wenn du willst. Ach, schon in Ordnung. Halt den Kopf still. Besorg mir diesen Kerl nochmal, okay? Das nächste Mal will ich ihn so richtig fertig machen, hä? Hoffentlich. Kumpel, so schlimm ist es nicht. Für dich vielleicht nicht. Wir kriegen schon Kohle. Ja, wir werden schon welche bekommen, aber ich brauche es jetzt und nicht nächste Woche. Hey, Pin. Du brauchst das also jetzt, hm? Mein Junge, du wirst es bekommen. Wovon redest du? Wir holen uns jetzt Cash von Cash. Wie hört sich das für dich an? Hi, Cash, mein lieber Junge. Oh, beschäftigt, hm? Bin gleich bei euch. Okay, Slack, was gibt es? Nun, ich dachte, du gibst uns ein bisschen Kohle im Voraus auf den nächsten Kampf. Nein, es gibt keinen nächsten Kampf, was dich angeht. Du bist fertig. Du bist kein Penny mehr wert für mich. Oh, komm schon, wovon redest du da, Cash? Du hast schon verstanden. Es ist vorbei. Nichts. Kein Penny. Ach. Komm schon, Slack. Ach, komm schon, warte mal kurz. Was meint er denn? Ich weiß, aber komm, komm, lass uns abhauen. Hör bis auf deinen Manager, Slack. Du bist einfach keine Nummer mehr im Boxgeschäft. Aber... Oh nein, das bist du nicht. Du bist Geschichte. Die Zeit ist da, dich zu begraben. Und jetzt draußen, bleib draußen. Geschichte? Na hör mal, ich war doch immer... Raus jetzt. Komm schon, Slack. Ich sag's doch die ganze Zeit. Puff, die hat Geld. Ich gehe lieber kläglich zugrunde, als Geld von dieser Frau anzunehmen. Oh, sie ist in Ordnung, Pin. Sie ist manchmal etwas störrisch, aber sie ist ein gutes Mädchen. Und wenn man mal Probleme hat, kann man sich immer auf sie verlassen. Sag, eins musst du ihr lassen, Pin. Wenn sie nicht die 10 Riesen für mich für den Laden hätte zahlen müssen, dann hätten wir sie auf den Kampf setzen lassen. Und wo wären wir denn heute? Sag du es mir, du denkst schneller als ich. Ist dein Bauch sehr hart? Ja, was soll ich dazu sagen, ja?
Die springen heutzutage schnell über den Zaun, oder nicht? Seht, seht, seht. Ihr habt natürlich Alibis. Hallo. Gott, Slack? Hast du das behandeln lassen? Natürlich. Jetzt hör mal zu, Puff. Wir müssen uns etwas borgen von dir. Ihr wollt bitte was? Fakt ist, Puff, wir würden dich gerne um ein kleines Darlehen bitten. Weißt du, Pin braucht etwas Geld und ich hab da... Ich kenne die Geschichte schon auswendig. Ich erzähle sie selbst, wenn ich am Boden lieg. Ich erzähle sie, Slack, aber ich höre sie mir nicht an. Oh, warte eine Sekunde, Puff. Weißt du, Pin braucht dieses Geld unbedingt. Du meinst, ihm passiert was, wenn er es nicht bekommt? Ganz genau. Oh mein Gott, das ist ja wirklich schrecklich. Oh Mann, oh Mann. Da muss ich weinen. Ein gutes Mädchen und immer bereit, das zu zeigen. Die springen heutzutage wirklich schnell über den Zaun. Hey, setz dich hin! Wenn du denkst, dass ich dich im Stich lasse, nur weil du wie ein nasser Sack zu Boden gegangen bist, dann bist du schief gewickelt. Ich dachte, du fragst für dieses Wiesel. Der kriegt keinen Pfennig von mir. Wie viel brauchst du denn? Na, sieh mal. Jetzt benimmst du dich wirklich wie ein echter Freund. Ich habe einfach ein Herz für Bären in der Winterzeit. Wie viel brauchst du? Max Spinn! Der will den Laden auseinandernehmen, so wahr ich Puff Rogers heiße. Lass uns abhauen. Hi, Kumpel. Hi, Slack. Katzenhaar. So aufregend wie in unserer Stadt. Die Bürger sind lebenslustig. Verspüren Sie Reue? Ja, eher nicht. Denke, das sollte ich. Natürlich solltest du das. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, Billy. Aber ich habe kein Mitleid mit dir, nicht ein Stück. Es tut mir sehr leid, Eugen. Du, hättest du ihn dir die ersten drei Runden vom Hals gehalten, hättest du eine Chance gehabt. Ich denke, da haben Sie recht. Hast du mich denn nicht rufen gehört? Ich habe darauf gewettet, dass du ihn K.O. schlägst. Nun, hier kommt deine Freundin. Hier ist ein Absatz. Danke, euer Herrn. Ich hab dich rausgeholt, oder nicht? Ja, und du hast mich auch reingebracht. Vergiss das bloß nicht. Na gut, na gut. Was soll ich deiner Meinung nach jetzt tun? Wovon redest du?
wovon auch immer du die ganze Zeit sprichst. Ich habe den Überblick verloren. Das ist nicht alles, was du verloren hast. Das ist nicht alles, was du verloren hast. Langsam reicht mir dein ewiges Rumgemecker. Nee, nee, nee. Wenn du ein Mann wärst, dann... Wenn ich's doch nur wäre. Ich würde dir so eine aufs Kinn geben, dass du nicht mehr wüsstest, wo oben und unten ist. Das kannst du mir glauben. Wenn ich ein Mann wäre. Oh Mann, davon kriege ich Kopfschmerzen. Ich wünschte, du wärst einer. Dann würdest du dir wünschen, nie geboren worden zu sein. Würdest du mal stillhalten? Hör auf damit! Nimm deine Griffel von mir! Ist ja wirklich toll. Ja. Der Laden völlig zerstört. Und mein ganzes Erspartes ist draufgegangen, um diese Angsthasen aus dem Knast zu holen. Bin ich etwa schuld dran, wenn du Pech hast? Ja, du bist schuld! Du und dein hinterhältiger Manager. Der Kerl führt dich ganz schön an der Nase rum. Hey, jetzt hör mir mal zu. Es gibt niemanden, der Slake Bailey irgendwo rumführt an irgendeiner Nase. Nein. Und was ist mit Buzz Keeney? Na klar. Gib's mir einfach. Ich bin in den Ring rein und hab Schläge eingesteckt, wo jeder andere. Ach, verschwinden Sie. Wir zahlen doch unsere Miete, oder? Komm rein, Jim. Was hast du auf dem Herzen? Kann ich dich allein sprechen, Slack? Du sprichst hier mit ihm oder überhaupt nicht. Los, spuck es aus. Hast du Pinstriever gesehen? Nicht seit einer Stunde oder so. Warum? Nun, er ist in was reingeraten, Slack. Du weißt doch noch, was ich getrieben habe, bevor du mich rausgeholt hast. Nun, Pin, er möchte etwas Ähnliches abziehen und er möchte, dass... Du meinst, er will, dass er ein Ding durchzieht? Oh, der ist total verrückt geworden. Er redet von irgendwelchem Geld, das er morgen braucht. Und er will, dass ich da mitmache. Er will das Geld aus Cash Enrights Büro klauen. Was? Das wirst du nicht. Werde was nicht? Du wirst nicht darunter gehen, um in einem Polizeiwagen zu enden. Ich lass Pin sich nicht zum Verbrecher machen. Na gut. Du hast die Wahl. Entweder ich oder Pin. Alter, wenn es hier irgendwelche Probleme gibt, will ich nicht, dass du reingerätst. Pin! Sie haben mich erwischt, Zack. Genau hier. Ich bin Geschichte. Du wirst schon wieder, Kumpel. Ich bring dich zum Doktor. Der Schuss muss von hier gekommen sein. Ja, von da drüben. Na los, hier rüber. Sei bloß vorsichtig. Jemand wollte den Safe in Enrights Büro knacken. Er wollte mich einsperren, aber ich schätze, ich habe ihn getroffen. Er muss hier noch irgendwo sein. Die Hälfte von euch sucht die Gegend ab und die andere Hälfte kommt mit mir. Ja, los, den holen wir uns.
Natürlich bin ich sauer. Ich habe den Kampf heute verloren, nicht du. Wenn du das beim nächsten Kampf wieder mit mir machst, dann gehen wir getrennte Wege. Jetzt erkläre ich dir erstmal, wie ich meinen nächsten Gegner schlagen will. Pass auf! Ich führe mit der Linken und halte die Rechte... Oh, hi, Jimmy. Hallo. Könnt ihn festnehmen dafür, dass er mir erstmal erklären will, warum ich daneben geschlagen habe, bevor ich mich aufs Ohr hauen darf? Hast du einen Schuss gehört? Schuss? Nein. Ich denke, wir haben zu laut diskutiert. Was ist denn passiert? Haben Sie irgendwen vorbeigehen gehört? Nein. Oh, doch, das habe ich. Vor ein paar Minuten erst. Ich dachte, das wärt ihr. Ein Kerl ist da lang gerannt, immer den Gang entlang. Hör zu, Pin. Ist das das, was du meinst? Ich führe mit der Linken. Und dann schicke ich ihn in die Seile. Und dann gebe ich ihm eins, zwei. In Ordnung, Junge. Die sind weg. Jetzt lass uns verschwinden. Er hat also nie von irgendwelchen Sorgen gesprochen? Nein, es war nur ein Kerl aus der Gegend. Sie haben also keine Ahnung, warum er sich erschossen hat? Nun, ich habe den Kampf verloren. Und er hat eine Menge Geld auf mich gesetzt. Ich weiß, dass er pleite war. Und Sie haben den Körper im Badezimmer gefunden, als Sie hereingekommen sind? Okay. In Ordnung, Jungs. Selbstmord. Nun, ich konnte doch nicht. Ich gebe dir keine Schuld. Alles, was Denken voraussetzt, kannst du nicht. Der Typ will dich übers Ohr hauen und du dankst es ihm, indem du ihm einen schönen Abgang bescherst. Oh, Pin war in Ordnung, Puff. Er muss einen guten Grund gehabt haben für all das. Papiere zu einem Haus in Lotton Ironton. Hat er je Ironton erwähnt? Nein, ich denke nicht. Das stimmt. Tust du nicht. Ich wette, jedes bisschen davon wurde mit deinem hart verdienten Geld bezahlt. Du dachtest, er hat alles darauf gesetzt, dass du in einer bestimmten Runde gewinnst. Dabei wollte er, dass du verlierst. Und er hat dich noch auf ganz andere Arten ausgenommen. Ich glaube nicht, dass Pin das getan hätte. Och. Also wirklich. Langsam reicht es mir aber, zu jeder Tages- und Nachtzeit klopft hier jemand an der Tür, als ob man hier niemals seine Ruhe haben kann. Streever? Okay, ich bezahle dafür. Das ist doch gar nicht für dich. Wasch dir mal die Ohren, es ist für dich. Aber er sagt, dass es... Danke. Wir haben kein Recht, seine Telegramme anzunehmen. Nein. Er konnte aber dein Geld nehmen. Telegramm an James Streever. Treffe dich morgen im Haus in Ironton. Ted. Das macht für mich keinen Sinn. Was tut das schon? Ich frage mich, wofür diese ganzen E's stehen. Bei den Gs kann ich's mir denken. Ja, und was bedeuten die? Es steht für Geld, du Trottel. Jede Menge Geld, glaube ich. Ja. Da sind 4 Gs. Das heißt wahrscheinlich 4.000 Dollar. Und der Kerl, der sie hat, ist morgen wahrscheinlich in diesem Haus in Ireton. Und weißt du, wer auch da sein wird? Nein, keine Ahnung. Du wirst auch da sein. Ich kann doch jetzt nicht nach Ironton fahren. Was hält dich davon ab?
Nun, ich muss Kämpfe finden. Ich muss weiter trainieren. Oh, du musst weiter trainieren. Hm. Als du ganz oben warst, konnte dich niemand dazu bringen zu trainieren. Und jetzt, wo du völlig am Ende bist, musst du auf einmal weiter trainieren. Hey, wo hast du denn diesen Blödsinn her? Ich bin so gut, wie ich immer war. Du könntest noch viel besser sein und wärst immer noch am Ende. Das einzige Training für dich wird auf einer Bimmelbahn zwischen hier und Arlington stattfinden. Ja, aber ich werde nicht gehen. Ach, du wirst nicht gehen? Nein, das werde ich nicht. Und wenn du denkst, du kannst mich dazu überreden, dann sage ich es nochmal. Ich werde nicht gehen. Werde nicht gehen. Also das solltest du doch nun wirklich können. Hat ja auch nicht lange gedauert, bis du gelernt hast, 2 Dutzend Bananen zu schälen. 2 Dutzend und ein halb. Komm schon. Hey, schau. Was ist das? Blumen. Ja, ich weiß, dass das Blumen sind. Ich bin noch nicht dumm. Ich meine, welche Sorte? Wenn du nicht dumm bist, dann sag du mir doch, welche Sorte. Oh, wir können ja auf der Veranda warten, bis jemand kommt. Das könnten wir, aber wir werden nicht. Gib mir die Schlüssel von Pin. Danke. Dieser Ted wird eine Überraschung bekommen, die er nicht so schnell vergisst. Komm schon. Hm. Dieses Haus ist ja ein richtiger Unterschlupf. Oh, Junge, was für ein Idiot du warst. Universität von Camden. Diplom für das Studium der Kunst verliehen an James B. Strever. Mann, würdest du in ein Badezimmer kommen, würdest du die Seife aufessen. Hey, sieh dir das mal an. Ich frage mich, wer sie ist. Ihn je mit ihr gesehen? Nein, mit der nicht. Dann ist die wahrscheinlich diejenige, die zählt. Hm. Das ist schon eine seltsame Bande für einen Pin Strever. Kein Wunder, dass er so hochnäsig war. Kannst du dir vorstellen, dass er mich so ein Kerl gemanagt hat? Ja, das war damals. Also, wenn ich diese Bilder mal deuten soll. Das hat er nicht lange durchgehalten. Lass ihn einfach in Ruhe. Das ist hoffentlich Ted, oder ich verliere meine Wette. Du hattest schon einen Kampf diese Woche. Darum kümmere ich mich lieber selbst. Oh, lebt ihr etwa nicht, Mr. Strever? Ja, und wer bist du? Ich bin Ted. Hast du das verschickt? Ich habe das an Papa geschickt, nach New York, gestern. Papa? Bist du etwa Pins Junge? Nein, Sir, ich. Nun, James Strever ist mein Vater. Kannst du dir vorstellen, dass er... Was bedeuten die ganzen E's und die G's? Oh, das sind die Noten, die ich in der Schule bekommen habe. Ein G für gut in Mathematik, Geschichte... Asthma. Na, dann komm mal rein. Danke. Setz dich. Also, Strever war dein Vater, hm? Ja, Ma'am. Ist er nicht hier? Er,
Er hat es nicht geschafft. Oh, warum? Warum? Er hat doch gesagt, dass... Mr. Bailey und ich sind hergekommen, um dir Mr. zu sagen, Bailey? Dass... Ja. Oh, dann sind Sie Mrs. Bailey. Was meinst du mit Mrs. Bailey? Oh, mein Vater hat mir eine Menge über Sie und Mr. Bailey geschrieben. Er hat geschrieben, dass Sie seine besten Freunde sind. Er hat gesagt, Mr. und Mrs. Bailey? Oh ja, er hat immer von Ihnen geschrieben. Aha. Mach es dir einfach bequem. Ich habe etwas für dich zu tun, in der Küche. Wer ist diese Mrs. Bailey? Gibt es da noch jemand anderen? Jetzt hör doch mal, Puff. Kapierst du es nicht? Du bist Mrs. Bailey. Ich? Na klar. Ich denke mal, dass er wollte, dass das Kind denkt... Nun, du weißt schon, dass wir verheiratet sind. Und wozu das Ganze? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, er fand, das klingt mehr offiziell oder so. Ich weiß, das ist schon hart. Hör zu, geh rein und sag's ihm. Ihm was sagen? Sag ihm, dass sein alter Herr nicht mehr lebt. Und dann lass uns abhauen. Ja, aber ich... Jetzt hör mal zu. Pin Strever war dein Manager und nicht meiner. Und jede Arbeit, die er hinterlassen hat, ist deine Aufgabe. Der nächste Zug fährt ab in 20 Minuten und wir werden ihn nehmen. Und jetzt marschier gefälligst da rein und sag es ihm. Ich habe ein Bild mitgebracht, das Papa in sein Album tun kann. Es ist von mir auf einem Pony, das er gemietet hat, damit ich drauf reiten kann. Was ist denn mit Ihrem Gesicht los? Was meinst du, was ist mit meinem Gesicht los? Bist du irgendwo gegengerannt? Ja, ich... bin irgendwo gegengerannt. Das tut mir leid. Ja... Hör mal. Du sagtest, deine Mutter ist tot? Ja, Sir. Nun, hast du irgendwelche Onkels und Tanten, oder? Nein, Sir, ich denke nicht. Papa hat mir nie von irgendwelchen erzählt. Er hat mir immer gesagt, es gäbe nur ihn und mich. Oh. Hat er das? Ja, Sir. Und Sie und Mrs. Bailey. Er hat mir viel über Sie erzählt. Er sagte immer, dass Mrs. Bailey sehr nett zu euch beiden gewesen ist. Ja. Siehe, dein Vater hat sie ziemlich verrückt gemacht. Das hat er auch gesagt. Was sagt man bloß dazu? Ich passe. Was sagt man wozu? Nun, na zu Pin. Weißt du, dazu brauchte er wohl so dringend das Geld, um das er sich so gesorgt hat. Was soll das sein? Eine Art Spiel, bei dem ich raten muss, was du meinst? So wie ich das sehe, weißt du, ich glaube, er hat dieses Kind seit Jahren angelogen. Nein, na das lässt ihn ja wirklich noch besser dastehen. Er hat ihn auf Schulen geschickt und ihm erzählt, dass wir Handlungsreisende sind. Pin und auch ich. So ein Zeug halt. Weißt schon. Und er fand Sachen, wie sie Pin gerne gehabt hätte, wenn man bedenkt, mit was für Typen er es zu tun hatte. Und jetzt,
wurde der Junge immer größer. Und ich denke mal, er wollte endlich alles richtig machen. Und darum wollte er heute herkommen. Für immer, verstehst du? Um irgendein Geschäft zu machen, oder? Na, das sind wirklich mal klasse Neuigkeiten. Hör mal, wie war es, als du es ihm gesagt hast? Wem gesagt hast? Und was? Dem Kind gesagt hast, dass sein alter Herr tot ist. Oh, ich, wir, sie, Matafiche. Du hast was. Nun, er hat was davon gesagt, dass er nicht den ganzen Tag hat und... Was hat das denn damit zu tun? Nun, ich konnte nicht alles aufklären, was Pinso gesagt hat, aber ich konnte einfach nicht denken, den Moment. Und, naja, sowas kann man doch zu keinem sagen, der noch nichts gegessen hat Also sagte ich eben, dass du ihm was zu essen kochst und er... Das hast du also gesagt, ja? Dass ich was kochen werde? Na, das ist ja fantastisch. Ich würde nicht mal was kochen, wenn ich könnte. Und ich kann's nicht. Und wenn du denkst, dass ich auch nur eine Stunde mit diesem Küken verbringe, dann hast du dich geschnitten. Ich gehe da rein und sag's ihm so schnell, dass ihm schwindlig wird. Ihm was kochen? Sehe ich vielleicht aus wie ein Koch für dich? Mensch, schmeckt das gut. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so gewesen wäre. Hey, zieh doch mal die Krallen ein. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich möchte mich jetzt wirklich sehr gerne umziehen. Wir entschuldigen dich. Denken Sie, Papa wird heute Nachmittag noch kommen? Nun, heute Nachmittag glaube ich eher nicht. Halten Sie nach ihm Ausschau, während ich mich umziehe? Klar. Ich werde Ausschau halten. Danke. Gibt es noch Kaffee? Ja, gibt's noch, aber der ist bestimmt nicht für dich. Hä? Wir gehen. Ja, ich weiß, aber... Jetzt sofort, während er sich oben umzieht. Das ist die Gelegenheit. Wir müssen uns beeilen. Oh. Komm schon. Ich habe Mittagessen für den Jungen gekocht. Mehr kann ich ja nun wirklich nicht tun. Denkst du wirklich, dass ich hier bleibe, um mich... Hast du was vergessen? Nö. Weißt du, Paffe, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es ihm vielleicht sagen sollte. Was denkst du? Na gut, ich warte. Jetzt geh schon rein und befrei dich davon. Aber sei in 5 Minuten zurück, sonst bin ich nicht mehr hier. Dieser Ort macht mir Gänsehaut. Ich dachte, dass es vielleicht Papa ist. Komm mal hier rüber. Ich muss mit dir reden. Ist Papa hier? Nein. Oh. Hör mal, Teddy. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ich... Was ist denn los? Nun, ich will nicht, dass du dir zu große Sorgen machst. Aber... Heißt das, dass Papa nicht so bald kommen wird? Nun, nein, nicht so bald, Kind. Weißt du, er... Er musste noch mal verreisen? Ja. Ja. Er ist sozusagen weg. Wann kommt er denn zurück, Mr. Bailey? Nun, sieh mal, Kind. Ich würde es nicht tun, wenn ich nicht müsste, aber... Es scheint, es käme mich nicht drum herum. Was ist denn? Was ist denn los?
was ziemlich schlimm ist. Sie meinen doch nicht, dass er... Ruhig, Kleiner. Ruhig. Er sollte operiert werden und... Ruhig, mein Kleiner. Ruhig. Schönes Geschirr, oder? Nein. Also, ich fand es irgendwie schön. Natürlich kann ich es nicht beurteilen. Da hast du recht. Wenn du wüsstest, was ich über dein Urteilsvermögen zu sagen habe, dann... Ruhig, Puff, ruhig, sonst hört er dich noch. Ist mir doch egal, was der hört. Ich wusste ja, dass du auf Blondinen stehst, aber dass dich ein 11-jähriger Junge komplett um deinen nicht vorhandenen Verstand bringt, nur indem er dir eine Geschichte erzählt. Nein, er hat mir doch keine Geschichte erzählt. Er hat dir keine Geschichte erzählt? Das ist ja wirklich witzig. Er will einfach nicht mehr leben, wenn wir nicht hierbleiben und uns um ihn kümmern. Bla, bla, bla. Hör schon auf damit. Er hat das da oben bestimmt gehört. Gib das her. Was stimmt denn nicht? Das nennst du sauber? Da ist noch Ei auf dem Teller. Das ist kein Ei. Das ist eine Verzierung, siehst du nicht? Nein, nein, nein. Ein Elefant im Porzellanladen, um Himmels Willen. Ja, klar. Lach du nur. Aber merk dir das. Ich bleibe 2 Tage hier, bis du jemanden gefunden hast, der sich um das Kind kümmert. Dann bin ich hier weg. Verstanden? 2 Tage und nicht einen mehr. Jetzt wollen wir mal sehen. Letzten Monat. Nein, nein, es war der Monat davor. 1840. Nein, nein, das ist falsch, das ist falsch. 18. Das ist es, das ist es. Und diesen Monat ist es 2246. Bis später, Leute. Sie hatten recht, Mrs. Bailey. Wir wollen doch nichts falsch machen, oder? Nun, 1 Pfund Speck in dünnen Scheiben. Ja. Hallo, Mom. Musst du denn dauernd rumschreien? Was kaufst du denn? Ach, Zeug zum Abendessen. Oh, Mom, können wir eine Wassermelone kaufen? Nein, wir können keine Wassermelone kaufen. Aber Jimmys Eltern, die haben heute Abend eine Wassermelone. Oh ja? Und wo arbeitet Jimmys Vater? In einem Stahlwerk? Das tut er nicht. Er arbeitet in einer Bank. Und du weißt doch, was sie in einer Bank haben. Ja, Geld. Das haben sie in einer Bank. Hey, du! Tritt nicht auf die Petunien. Ich bin nicht auf die Petunien getreten. Aber ziemlich nah dran. Pass doch auf, würdest du gucken, wo du hinläufst? Ich kann nicht sehen, wo ich hinlaufe. Ich trage gerade eine Wassermelone. Es war schon schwer genug, die ganzen Blumen da zum Blühen zu bringen. Ironton Stahlwerk. In dem Moment an, wo wir ihm Melasse gegeben haben, sind alle Pickel verschwunden. Ganz einfach so. Und was macht man, wenn sie keine Pickel haben? Naja, Melasse ist so oder so gut für sie. Habe ich dir erzählt, was er über das Geschenk gesagt hat? Ganze 3 Mal schon. Irgendwie ganz niedlich, oder nicht? Ja, beim ersten Mal. Gehst du in meine Richtung? Nicht, wenn ich noch mehr Geschichten über deine Kinder ertragen muss. Was ist ein Tarif? Meinst du den Schutzzahl oder nur den Tarif als Einkommen? Vergiss mal einfach dies oder jenes, ein Tarif. Nun, der Schutzzoll ist ein Einfuhrzoll auf alle Güter zum Schutz der inländischen Produktion vor ausländischer Konkurrenz. Er gehört zu den tariffären Handelshemmnissen, auch Protektionismus genannt. Willst du mich veralbern? Veralbern?
Ich meine, weißt du das alles wirklich? Na klar. Es handelt sich dabei entweder um einen Erziehungszoll mit dem aus politischen Gründen unrentabel arbeitende Wirtschaftszweige. Mein Baby. Ich kann auch den ganzen Rest davon. Natürlich kannst du das. Her. Du gehst jetzt erstmal los und holst dir ein schönes Eis. Hm? Oh, danke, Papa. Ja, natürlich, das hört sich wirklich verlockend an. Also dann akzeptieren Sie, Mrs. Bailey. Warum nicht? Dann ist es abgemacht. Ich bin sicher, dass es wunderbar funktionieren wird. Nun auf Wiedersehen, Mrs. Bailey. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ich denke, Sie werden fantastisch sein. Danke, auf Wiedersehen. Als wärst du ein Pferd. Mhm. Mach dich besser aus dem Staub. Altes, schmutziges, haariges Ding. Langsam reicht's mir. Denkst du, ich will das mein ganzes Leben lang machen, als hätte man's mit einem Schwein zu tun? Von jetzt an wäschst du dich draußen. Klar, ist mir egal. Ich habe nicht gefragt, ob dir es egal ist. Ich habe gesagt, dass du dich draußen wäschst. Was haben die Frauen da drin gemacht? Och, die sind nur vorbeigekommen. Ich dachte, ich hätte was davon gehört, dass du für die arbeiten möchtest. Ach du, du hörst zu viel. Also, worum ging es? Nun, sie gründen einen besseren Hof- und Gartenclub. Ja und? Nun, sie wollen, dass ich die Präsidentin werde, das ist alles. Präsidentin? Du? Ich hab doch einen tollen Hof und Garten, oder nicht? Was ist denn so lustig? Vielleicht will ich mitlachen. Ich habe daran gedacht, wenn die Bande zu Hause etwas davon hören würde. Besserer Hof- und Gartenclub. Nun, die Bande zu Hause wird etwas ganz anderes zu hören bekommen, das sage ich dir. Weißt du, was du machen kannst, Puff? Wenn du wieder am Broadway bist, kannst du dir eine Schippe besorgen, eine alte Dame spielen? Ja, und das kann ich ganz ohne Make-up machen. Weißt du, dass ich nicht einmal beim Friseur war, seit ich hier lebe? Nein. Ja. Und sieh dir mal meine Hände an. Was ist denn los mit den Händen? Oh, du hast keine Augen, das zu sehen. Aber merk dir eins, wenn dieser Junge in der 8. Klasse im Frühling seinen Abschluss macht, fertig, dann gehe ich zurück zum Broadway. Und was ist mit mir? Oh, was ist mit dir, wenn ich es dir überlassen würde? Habe ich nicht das Klavier gekauft? Na, ich muss doch meine Musik weitermachen. Ja. Yeah. Und mit deinem Fahrrad fahren musst du auch weitermachen, schätze ich, ja? Versaut unsere Arbeit. Was? Toter Mann. Fischgesicht. Das ist doch keine Art, eine Nummer zu verkaufen. Habe ich ihm gesagt, er soll lächeln, oder habe ich ihm gesagt, er soll lächeln?
Und jetzt, meine Damen und Herren, überreichen wir die goldene Ehrenmedaille. Diese Ehrenmedaille wird, wie Sie wissen, jedes Jahr an den Schüler mit den besten Leistungen und den besten Verdiensten vergeben. Die Goldmedaille dieses Jahres wird vergeben an Meister Tab Bailey. Und jetzt würde mich interessieren, ob nicht der Vater von Tab Bailey heraufkommen möchte, um diese Ehrenmedaille seinem Sohn anzustecken. Mr. Bailey, seien Sie so nett. Auf die Füße, Slack. Hier? Ja. Und jetzt frage ich mich, ob Sie nicht einige Worte sagen wollen, Mr. Bailey. Hm? Mr. Bailey, der Vater unseres Ehrenschülers dieses Jahres. Nun, ich weiß nicht, ich meine, ich, nun, Schulen sind schon in Ordnung. Ja, Sir. Das ist das, was ich darüber denke, und wenn man es nicht zu weit damit treibt, sind sie gut. Ich denke, Leute sollten zur Schule gehen. Für eine Weile wenigstens. Also ich bin zur Schule gegangen, eine Weile wenigstens. Und Schulen sind völlig in Ordnung. Das ist meine Meinung wenigstens. Natürlich weiß ich nicht viel davon. Sie sehen in Ordnung aus für mich. Ich möchte auch... Hey! Auseinander! Was soll denn das alles bedeuten? Lassen Sie mich los und ich schlag ihn nochmal! Er hat meinen Vater ausgelacht! Der nächste Kampf des Abends. 4 Runden. In dieser Ecke, Spiderweb. Und in dieser Ecke, Bella McGee. Los, auf geht's. Dein Sohn ist in der Highschool, oder? Ja, er ist im letzten Jahr. Er ist weiter, als ich je gekommen bin. Los jetzt! Auseinander! Du willst doch bestimmt, dass der Junge Football im Highschool-Team spielt. Ich nicht, Junge. Ich halte gar nichts von Football spielen. Das ist viel zu brutal. Wo warst du? Ich arbeite. Was ist das? Was ist was? Das. Oh, das war... Das war eine dieser Ketten auf den beweglichen Krähen. Und sie traf mich. Hm.
Das war die gleiche Kette, die dich letzten Donnerstag getroffen hat, hm? Ist dir lustig, das habe ich ganz vergessen. Dein Gedächtnis ist nicht gut genug, um einer Person zwei Lügen im gleichen Jahr zu erzählen, Slack. Wer, ich? Du warst wieder kämpfen. Woher weißt du das? Muss wohl Gedankenleser sein, schätze ich. Dreh dich um zum Licht. Jetzt halte still. Das fühlt sich gut an. Du hast ja einige Kämpfchen gemacht in letzter Zeit, oder? Nun, ja, weißt du, es gibt 20 Mäuse. Ja? Was braucht denn Ted diesmal? Oh, es ist nichts im Moment, aber... Nun, ich hab nur im Voraus gedacht. Im Voraus gedacht, hm? Ich hab nicht mal gemerkt, dass du schon im Hier und Jetzt bist. Also alles, was ich gedacht habe, ist... Also ich hab neulich mit Professor Andrews gesprochen und er hat mir gesagt, was das alles kostet und so weiter. Und ich... Was kostet? College. Sag das noch mal. College, du weißt doch, du musst doch das... Jetzt hör mal zu, du riesengroßer Esel. Ich bin hier mit dir an das andere Ende von nirgendwo gekommen, um für einen Tag zu bleiben. Du hast mich überredet, zwei zu bleiben. Dann war es ein Jahr, nur bis er die Grundschule beendet hat. In Ordnung, ich bin geblieben. Und dann? Wahrscheinlich... High School! 4 Jahre bin ich hier geblieben. Sicher. Sicher bist du das, Puff? Sicher bin ich das. Und jetzt College. Darauf habe ich gewartet. Nun, Puff, schau mal. Es wird nicht lange dauern. Und woran ich gedacht hatte, war... Er war ziemlich gut in Football. Doch. Und wenn er es in die Mannschaft schafft, in Dartmouth... Wo? Dartmouth. Du willst ihn nach Dartmouth schicken? Na klar will ich das. Er geht nicht nach Dartmouth. Viel zu weit weg. Wenn er überhaupt irgendwo hingeht, dann hier an die State University. Er geht nach Dartmouth. Er geht auf die State University. Dartmouth. State University. Hör mal, Puff, ich setze meinen Kopf ja nicht sehr oft durch, aber das ist meine Angelegenheit. Und jetzt Schluss. Es ist meine Angelegenheit, das zu entscheiden. Er geht nach Dartmouth. Dartmouth, Dartmouth. 22, 39, 71. Hat! Hat, hat! Gib mal den Ball. Bailey, nur weil das Spiel Football heißt, kannst du trotzdem deinen Kopf benutzen. Wenn jemand dir gegenübersteht, kannst du zur Seite gehen. Ein Tempowechsel hätte dir einen Vorteil verschafft. Merk dir das. Ja, Sir. Thomas, was machst du, wenn überhaupt? Ich gehe und attackiere den Safety. Das ist richtig. Diesmal versuche es zu tun. In Ordnung, Jungs, versuchen wir. Auf jetzt, Männer, na los, ihr habt den Trainer gehört. State University gewinnt. Dieser unerwartete Sieg war dem überragenden Feldspiel von Ted Bailey zu verdanken. Bailey, erster im Yardgewinn. Bailey einstimmig zum besten Spieler gewählt. Mom! Hey, Mom! Ja, was gibt's? Wo hast du meine schwarz-weiß gestreifte Krawatte hingetan? Schwarz-weiß gestreifte Krawatte. Oh je, Mom, ich wollte doch nicht, dass du extra herkommst. Ich wollte... Ich weiß, ich weiß. Du wolltest nur wissen, wo deine schwarz-weiß gestreifte Krawatte ist. Wann hattest du sie zuletzt? Keine Ahnung. Ich weiß, dass sie hier irgendwo war. Was machst du mit meinen Sachen, wenn ich nach Hause komme, Mom? Du musst einfach nur darauf achten, wo du sie hintust. Hey, hey, was soll dieser ganze Tumult, hä? Ich versuche nur, diesen vergesslichen jungen Kerl dazu zu bringen, zu... Man sagt, zwei von einer Sorte sind besser als keiner.
Aber wenn ihr ein Paar seid, dann nehme ich lieber 5 neue Karten. Du denkst wohl nicht, dass ich jemals was erreiche, Mom. Nicht mal genug Grips im Schädel, um sich auf eine 20-Meilen-Reise nach Mercer vorzubereiten und will wissen, ob er jemals was erreicht. Gehst du zum Spiel, Dad? Ja. Nein, er geht nicht zum Spiel, Dad. Ein Arbeiter hat etwas anderes zu tun, als mit dir durch das Land zu ziehen, um dich beim Footballspielen zu beobachten. Er arbeitet, verstehst du? Er arbeitet. Was ist mit dir, Mom? Ja, ich arbeite auch. Ich habe 2 Karten. Nun, gib sie irgendwelchen von deinen Freunden, die nichts anderes zu tun haben, als Zeit zu verschwenden. Okay. Jetzt komm schon. Einen kleinen Glückskuss? Nein, kein kleiner Kuss. Komm schon, Mom, ich kann keine 10 Jahre trennen, wenn du mir nicht einen... Ja, klar. Ist schon gut. Du Riesenbaby. Ach, könntest du nur da sein, Dad. Wir werden sie fertig machen. Und du meinst, die haben auch nichts dagegen? Das werden wir sehen. Danke, Mom. Bye-bye, Dad. Warte, Ted. Ja? Oh, danke, die brauche ich heute Abend. Football. Das war ein weiterer Punkt für Ted Bailey. Gut gespielt, Ted. Oh, oh, da gibt's einen Kampf auf der Tribüne. Ganz ruhig, ja? Keiner kann mir erzählen, dass Ted Bailey nicht so gut spielt wie Wes Crane. Kommen Sie! Aber Sie sollten es wirklich besser wissen. Ja, Euer Ehren. Ich weiß, das sollte ich, aber... Sie können keine wirkliche Verbesserung des besseren Hof- und Gartenclubs erreichen, ohne Hilfe der Stadt. Aber die Stadt drüben in Ironton wollte nicht mit uns kooperieren, also mussten wir uns mit dem Bürgerkomitee zufrieden geben. Ich weiß, und das haben Sie fantastisch gemacht. Wissen Sie, meine Frau ist die Präsidentin unseres kleinen Clubs hier. Und ich sage Ihnen etwas, das ich sonst nicht hier... Niemand anderes. Danke, Euer Ehren. Oh, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Hör mal, Puff. Buzz Kinney sitzt da hinten in der Zelle und ich wollte wissen, ob... Tut er das, ja? Da kann er bleiben und von mir aus verrotten. Nachdem wir geschieden waren, heiratete sie den alten Landpost Williams. Was ist mit ihm passiert? Oh, nicht mehr viel, nachdem er verdroschen wurde vom alten Sailor Gregory. Der lief durch die Straßen und schlug mit seiner bloßen Faust gegen Laternenpfähle. Hat seine Knöchel in Stücke geschlagen. Aber als es dem Krankenhaus wieder raus war, hat er dasselbe getan. Die arme Betty. Das Mädchen hatte ein gutes Herz. Ich mochte sie gleich, als sie damals bei uns im Chor angefangen hat. Und manche nehmen den Weg und manche den anderen. Sie wählte das verrückte Leben und du wäschst das Geschirr und die Wäsche und kümmerst dich ums Haus. Du, was meinst du damit? Was macht es schon für einen Unterschied, welchen Weg man geht, solange man weg ist? Was meinst du mit weg? Wer ist weg? Na, du glaubst doch nicht, dass irgendjemand jubeln würde, wenn er dir auf der Suche nach den Mädels für die S3 über den Weg laufen würde, oder doch? Hey, du! Setz dich! Slack, was ist denn los mit deiner Herzdame? Hast du etwa zu Hause nicht die Hosen an? Was? Was denkt sie, wer sie ist? Irgendwas Besonderes? Das nächste Lied aus unserem Oldie-Programm ist Everyone Knows It But You. Anyone can see that I adore you. They all know it's the reason I'm so blue. I have kept it from everyone. Everyone knows it but you. Ich wusste immer, dass ich den Kerl umhauen kann, sobald ich ihm nur einen ordentlichen Schlag versetze. Was? Was ist denn los? Lass uns hier abhauen. Ach,
komm, Puff, du solltest nicht hören auf das, was jemand wie Buzz Kenny sagt. Er hat die Wahrheit gesagt. Oh nein, er ist verrückt. Er hat die Wahrheit gesagt, Slack. Manche gehen einen Weg und andere einen anderen. Und ich bin weit gegangen. Ach komm schon, wovon redest du? Du hast nicht mal ein graues Haar auf deinem Kopf. Nein. Dann sieh mal genauer hin. Nun, man kann sie jedenfalls kaum erkennen. Also wenn du hier abhauen würdest und zurück zum Broadway wolltest, dann wette ich, du könntest... Wenn ich hier abhauen würde. Weißt du, du könntest vielleicht anfangen als Hostess oder Entertainerin oder irgend so etwas in einem dieser Nachtclubs. Denkst du? Natürlich könntest du das. Du wärst eine große Bereicherung. Dann wärst du wieder mein alter Puff. Du bist nun schon eine lange Zeit hier unten und Ted kann auf das Haus aufpassen und so weiter. Und Lass ihn nicht hier hochkommen. Ich will nicht, dass er mich so sieht. In Ordnung. Geht klar. Ja, ich komme. Was machst du denn hier? Dad, da gibt es etwas, worüber ich mit dir sprechen möchte. Dad, ich möchte, dass du jemanden kennenlernst, Mr. Stanwright. Aber was tun Sie? Ah, Slack Bailey. Dad, du... Du kennst Mr. Enright? Ihn kennen? Mann, oh Mann. Sag, was sehen meine alten Augen da? Bitte schön. Danke. Und dieser junge Mann ist dein, Auf irgendeine Weise, ja. Das ist wirklich toll. Junger Mann, die Sache ist geritzt. Ich glaube, es wird nicht schwer, deinem Vater unser Vorhaben zu verkaufen. Mr. Enright sagt, dass ich eine Menge Geld in den nächsten 2-3 Jahren verdienen kann. Du willst viel Geld verdienen? Wie soll er denn so viel Kohle machen? Er spielt Football. Wer spricht von Football? Kämpfen, mein Freund. Oh. Das ist deine Bestimmung. Wir verkaufen ihn als College-Wunder, okay? Das Football-Ding kann man gut vermarkten. Er spielt nur ein paar Jahre im Kampfzirkus mit, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aha, mit ihm kann man nur gewinnen. Aber ich wollte doch eigentlich, dass du das College beendest. College? Es gibt zehntausende Studenten, die jedes Jahr ihr Studium beenden. Aber wie viele bekommen eine Chance auf das Schwergewichtsding? Und dazu noch mit mir auf seiner Seite. Antworte mir! Das stimmt, Cash. Viele wie dich gibt es nicht. Ich wusste, dass du es siehst wie ich, Slack. Jetzt muss der Junge nur noch unterschreiben nein, und nein, das wird nicht passieren. Auf keinen Fall. Oh, hallo, Puff. Ich wusste du nicht, dass... Du dreckiger Sklaventreiber. Aber Mom. Halt den Mund. Jetzt warte mal, Puff. Ich wollte doch nur... Du willst nur wieder einen guten Jungen in die Hände bekommen, damit man den Verstand aus ihm herausprügelt und du ein paar dreckige Dollar machst. Das ist, was du willst. Puff. Halt den Mund. Ich sag dir eins, Cash Enright. Wenn du diesen Jungen dazu überredest, werde ich dich umbringen. Oh ja, das werde ich. Ich mach dich so tot, dass... Das ist genug. Und die ganze Zeit habe ich gedacht, dass du das bist, die das wollte. Raus mit dir und bleibe draußen. Oh, jetzt warte mal, Vater. Ich habe Mr. Enright hergebracht und... Und was? Weißt du, er macht aus dir einen sabbernden, zugeschwollenen alten Mann, bevor du überhaupt nur die Möglichkeit bekommst, die volle Schönheit deiner Jugend zu probieren. Ja, er macht dich reich für einen Moment und arm für den Rest deines langen Lebens. Das ist das, was der für dich tun kann. Mach dich auf die Socken und zwar sofort. Oder du wirst zum ersten Mal begreifen, was es bedeutet, eine reinzubekommen. Und zwar richtig reinzubekommen. Und jetzt geh und zwar sofort.
Warte, Dad. Du bleibst hier. Aber Dad, hör zu. Ich kann eine Chance wie diese nicht wegschmeißen. Wenn ich zuerst das College fertig mache, wie lange dauert es dann, bis ich richtig Geld verdiene? Das würde Jahre dauern, das weißt du. Aber mit dieser Chance habe ich in ein paar Jahren ausgesorgt. In ein paar Jahren ausgesorgt. Du würdest dabei so dreckig werden, dass du deinen eigenen Gestank für den Rest deines Lebens nicht aus der Nase bekommen würdest. Ich weiß, was Cash Enright Menschen antut. Er hat es mir angetan. Genug, Slack, würdest du mich bitte... Du jetzt mal raus. Ich hatte heute mit dem Kerl zu tun, der den Enright-Weg gegangen ist. Er war auch ein College-Junge. Du hättest ihn sehen sollen. Ein dreckiger, stinkender, billiger Gauner. Auf seinem Weg in eine Zelle, im Knast oder auf eine Pritsche im Irrenhaus. Er wollte auch in ein paar Jahren ausgesorgt haben, genau wie du. Aber so muss es doch gar nicht enden. Sieh doch mal Gene Tunney, er... Ja, aber auf einen wie ihn kommen Hunderte, die auf dem Zahnfleisch kriechen. So wie Buzz Kenny. Aber sieh mal, Dad, es geht nicht nur um mich. Auch um Mom und dich und was ich für euch tun könnte. Nun, deine Mutter und ich mögen nicht, dass man etwas für uns tut. Nicht für einen so hohen Preis. Wir haben bisher ganz gut für uns selbst gesorgt. Und ich kann gut für mich selbst sorgen. Oh, kannst du das, ja? Da kannst du dein Leben drauf verwetten. Und mehr noch, ich werde es tun. Es ist eine zu große Chance. Nein, Moment mal. Ich sage dir, was du tun wirst. Du gehst zurück zur Uni. Genau wie wir das für dich vorhatten. Damit etwas Vernünftiges aus dir wird. Und wenn es etwas länger dauert, dann dauert es eben länger. Vielleicht bin ich mittlerweile ein altes Eisen. Aber ich habe immer noch genügend Kampfgeist in mir drin, um dir diese Dummheit auszutreiben, wenn das wirklich nötig ist. Und ich werde jetzt losgehen, mein erstes Geld verdienen. Tu das nicht, Ted, bitte! Jetzt warte mal. Oh, du kannst dich also um dich selber kümmern, ja? Dann fang mal jetzt damit an! Nimm deine Hände hoch! Wie gefällt dir das, Kämpfer? Zeig ihm, dass es nicht kann, Slack! Wie gefällt dir das, Kämpfer? Slack! Dad! Oh, Mama, es tut mir wirklich leid. Lass deine Finger von ihm! Hör mal, Mom. Du hättest ihn nicht schlagen dürfen, nur weil du auf Cash Enright statt auf ihn hören wolltest. Er hat sein ganzes Leben hart geschuftet nur, damit alles für dich wird, wie es sein sollte. Und du bist noch nicht mal seiner. Verzichtet auf alles, damit du hast, was dein Vater für dich wollte. Hat sich nachts rausgeschlichen, damit man ihn zu Hackfleisch verarbeiten konnte, nur um Geld für dein College zu verdienen. Um dir die Chance zu geben, etwas Besseres als er zu werden. Wenn du nur ansatzweise so gut werden würdest wie er. Es tut mir leid, Dad. Das wollte ich nicht. Natürlich nicht. Das ist schon in Ordnung, Junge. Ich möchte doch auch hier bleiben, Dad. Hier mit dir und Mom. Es ist wirklich besser so, Junge. Ehrlich, das ist es. Ich habe doch nur gewollt, dass du anders bist als ich oder die anderen Halunken. Das hätte auch Pin für dich gewollt, mein Junge. Dein echter Vater. Weißt du, er wollte nicht, dass... Dad, kannst du mich nicht bitte adoptieren, Dad? Ich meine so richtig adoptieren. Damit ihr meine Eltern seid. Ganz offiziell. Hör mal, Ted. Ich muss dir da was sagen. Wir konnten dich nicht adoptieren, weil wir... Würdest du den Mund halten, du Riesenbaby? Ted, Schatz, könntest du mir das Jod aus dem Medizinschrank holen und etwas Watte? Aber natürlich sofort. Was heißt, wir konnten ihn nicht adoptieren? Weil wir... Aber Papa, es ging nicht. Man muss verheiratet sein, um jemanden zu adoptieren. So ist das Gesetz. Oh, so ist also das Gesetz, ja? Dann mache ich jetzt mal ein paar Gesetze, du dicklippiger, schwabbeliger Affe, du.
Ich beginne mit der Zeremonie. Ich bitte Sie, sprechen Sie mir nach. Ich, Percival Bailey, nehme diese... Ich. Ich, Percival Bailey, nehme diese...